Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur letzten Vorlesung Einführung in die Informatik. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute hier Herrn Professor Klaus Knopper präsentieren darf. Das mit den Hüten war nicht abgesprochen, das war Zufall. Ich habe mich da sehr gefreut. Ich bin ja nicht der Einzige, der mit Hut unterwegs ist. Vielleicht hat es was mit der Softwareentwicklung zu tun. Und da er ganz, ganz, ganz viel dabei hat und Geschenke und sonst was alles, mache ich mich hier sofort vom Acker und überlasse Klaus die Bühne. Viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung an die schöne Universität Leipzig. Mein Name ist Klaus Knopper. Ich bin einerseits Professor an der Fachhochschule Zweibrücken. Andererseits bin ich auch Softwareentwickler und das schon ziemlich lange, der sich mit so Sachen wie Linux, Open Source, aber auch anderen Dingen beschäftigt. Ja, das mit dem Hut ist so eine Sache. Ja, überall, wenn es in der Presse um Hacker geht, die haben alle so einen Hut auf. Ja, werde ich dann an geeigneter Stelle auch nochmal einsetzen. Ich würde sagen, wir legen los. Nicht alle Folien, die ich hier vorbereitet habe, kann ich auch bringen. Am Anfang wollte ich ein bisschen etwas über die Theorie von Betriebssystemen im Allgemeinen und Linux im Besonderen erzählen. Vorab die Frage, wer von Ihnen benutzt denn Linux? Haha, oi, ja, das überrascht mich. Das ist gut. Wer von Ihnen hat denn ein Android-Smartphone? Ja, doch, das sind geringfügig mehr. Wer von Ihnen hat ein Apple-Gerät? Sie müssen das nicht zugeben, wenn es Ihnen peinlich ist. Ja, gut, auch ein Unix und Windows Phone. Ja, das entspricht so in etwa der Statistik, die ich da vorbereitet habe. Gut, gut, also die meisten von Ihnen sind Linux-Anwender und wissen es eigentlich gar nicht. Ob da Windows irgendwann dazugehören wird oder nicht, werden wir dann sehen. Demnächst wird es das ja auch kostenlos geben und vielleicht ist dann der Schritt zu Open Source auch nicht mehr weit. Na, werden wir sehen. Gut, was wollen wir machen in dieser Vorlesung? Zunächst mal das Linux als Open-Source-Lernsystem kennenlernen, ein bisschen Geschichte dazu, Eigenschaften von Unix-artigen Betriebssystemen allgemein. Dann möchte ich es Ihnen nicht ersparen, auch ein bisschen auf die Technik dahinter einzugehen und Ihnen vielleicht auch die ein oder andere Kommandozeile zum Besten zu geben, die Sie übrigens auch teilweise auf dem Mac oder unter Windows einsetzen können. Die haben nämlich teilweise ähnliche Befehle im Portfolio. Dann verschiedene Benutzerinterfaces möchte ich Ihnen zeigen, auch eins, bei dem man gar keinen Bildschirm braucht. Dann gehe ich auf ein paar Distributionen ein, dann geht es schon so in Richtung Nopix und Co. Dann schauen wir uns den Bootvorgang eines normalen Rechners mal an und gleich im Anschluss dann auch noch einen Bootvorgang von einem Embedded-System auf ARM-Basis, also so ähnlich wie bei Tablets und Smartphones. Über Lizenzen, Open Source möchte ich Ihnen etwas erzählen und dann ein paar Anwendungsbeispiele, wobei die Drohne dann vielleicht auch schon wieder zum Einsatz kommen wird. Gut, Softwareentwicklung, schauen wir mal, ob wir so weit kommen. Gut, warum setzt man GNU Linux als Lernsystem ein? Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es angelehnt an einem der ältesten Multitasking-Multi-User-Betriebssysteme, nämlich Unix. Die Funktionsweise und die Interna dieses Systems sind extrem gut dokumentiert. Es gibt also sehr viel Literatur, sehr viel, was man sich selber angucken kann, sehr viel zum Spielen und Ausprobieren natürlich auch. Und die technischen Konzepte von Linux sind auch auf andere Betriebssysteme übertragbar. Linux ist Open Source, das heißt, ich kann Ihnen das auch in die Hand drücken. Sie können es mit nach Hause nehmen, dann dort ausprobieren, wieder weglegen oder weiter benutzen, wie Sie möchten. Da würde ich Ihnen empfehlen, sich doch nach der Vorlesung hier vorne so eine DVD mitzunehmen. Das ist die von der letzten CeBIT, eine gepresste DVD, die hat auch eine recht gute Haltbarkeit und ist nicht nur als Untersetzer tauglich, sondern bootet auch auf den meisten älteren und neueren Rechnern ganz ordentlich. Ja, was man da sehen kann und wie das funktioniert, das zeige ich im Rahmen der Vorlesung. Ja, das Schöne dabei ist, der Bauplan und der Quelltext von Unix, von Linux im Speziellen, ist offengelegt. Das heißt, wir können reingucken, die Software verändern, was Eigenes draus basteln und uns an einem riesigen Baukasten von Open-Source-Software bedienen. Die Nutzung ist kostenlos möglich, Kopie, Modifikation und Verbreitung ist erlaubt. Das heißt, Sie können auch so eine Linux-DVD nehmen und kopieren, weitergeben an Freunde, ohne dagegen irgendwelche Lizenzen zu verstoßen. Bezieht sich allerdings nur auf die Open-Source-Teile. Wenn Sie eine DVD haben mit proprietärer Linux-Software, das gibt es auch, dürfen Sie das natürlich nicht machen. Ja? Also mit meiner DVD, da habe ich keine Probleme mit und auch sonst niemand, die dürfen Sie natürlich kopieren und weitergeben.
So, ein wenig Geschichte. Wie hat es denn mit der Rechnerei eigentlich angefangen? Also um 1970, Ken Thompson aus den Bell Labs, die haben das eines der ersten Multi-Dokument-Verwaltungssysteme für mehrere Benutzer herausgebracht auf der PDP-7 namens Multics. Und aus einem Wortspiel von dem Multics zu dem einzigartigen Latein Unix war es dann kein so weiter Weg. Ende der 70er hat sich dann an der University of California in Berkeley die sogenannte Berkeley System Distribution entwickelt. Das war ein Open-Source-Unix-System, was es auch heute noch gibt in Form von BSD und FreeBSD. 70er und 80er gab es einen Wettbewerb zwischen den beiden Hauptderivaten System 5 aus dem AT&T-Zweig und den freien Berkeley-Distributionen. Da fing es dann auf einmal an, dass die Hersteller nicht nur für die Computer Geld wollten, sondern auch für die Software drauf. Vorher war das nicht der Fall. Da haben sie den Computer mit der Software dazu bekommen und konnten die Software selbstverständlich auch verändern. Dass man das nicht mehr kann und dass man für die Software extra bezahlt, das ist erst seit den 70er, 80ern so. Ja, also eigentlich gab es früher mehr Open Source als heute. Ja, prozentual gesehen vielleicht, aber heute gibt es natürlich mehr Software als damals. Gut, Ende der 80er kamen dann die ersten Microsoft-Betriebssysteme erst auf den Markt. Also das Unix ist viel älter. Das MS-DOS, später Windows, OS 2 und diverse andere proprietäre Betriebssysteme für Einzelplatzrechner. Ja, weil das dann immer mehr in Richtung proprietär und wir legen unsere Quelltexte nicht offen und wir verstecken Funktionen und die Benutzer müssen Updates kaufen ging, hat sich dann in den 80er Jahren die Free Software Foundation gegründet mit dem Ziel, ein komplett freies Suite aus Betriebssystemen und Anwendungen herzustellen und kostenlos anzubieten. Das ist ein Prozess, den gibt es heute noch. Da gehört auch das GNU Linux dazu. Das, was Sie unter der Bezeichnung GNU finden, das kommt von dieser Free Software Foundation. Ja, das ist also Editoren, Entwicklungssysteme, eine Betriebssystem-Shell, womit man arbeiten kann und viele, viele andere Software. Da gehören auch die beliebtesten Browser und Textverarbeitungen dazu. 1988 gab es dann eine Standardisierung der Unix-artigen Betriebssysteme, wobei auch Microsoft versucht hat, sich mit dem Windows NT zumindest auf der Shell-Ebene dran zu halten. Der POSIX-Standard, der sollte die Mindestanforderungen an Unix-basierte Betriebssysteme definieren. Ganz spät, 1993, ja, also in jüngster Zeit erst, hat dann ein finnischer Student namens Linus Torvalds für die ersten Billig-PCs, sag ich mal, also solche, die man sich damals als Student endlich auch mal leisten konnte, die ersten 386er, eine Speicherverwaltung und einen Task-Scheduler geschrieben. War nicht besonders ja, erfolgreich schon, aber er hat ihm nicht viel Zukunftschancen eingeräumt. Also die ersten Postings von ihm sind noch recht zurückhaltend und er meint, ich gebe das unter Open-Source-Lizenz raus und wer möchte, kann das weiter bearbeiten und mir dann bitte die Erweiterungen schicken und das dann mal ein richtiges Betriebssystem und sogar auf mobilen Geräten das vorherrschende Betriebssystem wird. Das hat man damals noch gar nicht wissen können. Also 93 gab es quasi das erste Linux. Ja, 95... 98 bis heute hat sich das Linux-Betriebssystem immer weiter verbreitet. Früher hieß es noch Linux, das alternative Betriebssystem, so als ob das etwas wäre, was man auch benutzen kann, aber doch der Mainstream eher in Richtung Windows, DOS und so weiter geht. Das hat sich heute genau umgekehrt eigentlich. Die meisten Computer und elektronischen Geräte laufen heute tatsächlich unter Linux und nicht mehr unter Windows. Windows ist eher so in die Nische Desktop-Computer zurückgedrängt worden. Gut, im mobilen Bereich holen sie vielleicht nochmal auf. Im Moment ist der Marktanteil von Smartphones auf Windows-Basis so bei etwa 2% und naja, vielleicht kommt da noch mehr. Aber das weiß man noch nicht, wenn es in Richtung Mobile Computing geht. Bleiben wir erstmal bei Unix. Ja, das Besondere bei Unix ist, es ist multitaskingfähig, das heißt, es können mehrere Programme quasi gleichzeitig laufen. Die Ressourcen des Rechners werden zwischen diesen Programmen aufgeteilt. Es gibt also nicht ein Vordergrundprogramm und mehrere, die dann alterierend umgeschaltet werden können, sondern es ist tatsächlich so, als Benutzer sieht man die gleichzeitig laufen. Ja? Also wenn ich mir angucke, was auf meinem Desktop so alles so rumläuft, dann kann ich gleichzeitig mit dem Browser arbeiten, während der läuft, kann ich was auf der Shell tippen, während das arbeitet, kann ich meine Vorlesung halten und diese Sachen passieren alle quasi gleichzeitig. Für mich unbemerkt schaltet der Rechner den Prozessor, die Speicherverwaltung, die Festplatte immer so um, dass die Programme alle gleichmäßig, gleichberechtigt Zugriff auf die Ressourcen haben. Gut, es ist auf vielen Hardware-Plattformen lauffähig, also auch sehr portabel. Eine Besonderheit gegenüber Windows ist das hierarchische Dateisystem. Das heißt, Sie haben keine Laufwerksbuchstaben, A, B, C oder so. Wissen Sie, wo A und B herkommen und wo die hin sind?
Nee, haben Sie mal gehört? Laufwerk A, Laufwerk B. C kennt man, das ist die Platte, wo Windows drauf ist. Aber was sind A und B? Ja, das waren die ersten Floppy-Laufwerke unter MS-DOS. Man brauchte zwei, denn sonst hätte man ja keine Diskette von dem einen auf die anderen kopieren können. Und das Laufwerk C, naja, das ist halt die Festplatte. Deswegen heißt unter Windows bis heute die Festplatte C. Ja, unter Linux gibt es kein C. Da gibt es Datenträger, die kann man an beliebige Stellen des Dateisystembaums einfach hinmounten oder hinbewegen. Es gibt einen Speicherschutz, das sogenannte Virtual Memory. Das sorgt dafür, dass Viren unter Unix eigentlich keine Chance haben, weil die Speicherbereiche von anderen Programmen gar nicht berühren können. Die können also nicht im laufenden Betrieb Programme patchen oder im Speicher etwas verändern, es sei denn durch Fehler im Betriebssystem. Die gibt es natürlich unter Linux auch mal gelegentlich. Ja, aber dadurch, dass das Konzept auf Speicherschutz und auf Ressourcenverwaltung abzieht, ist es sehr unwahrscheinlich. Also einen Virenscanner in diesem Sinne braucht man unter Linux nicht. Es gibt eine strikte Trennung zwischen Betriebssystem, dem Kernel und den Systemdiensten unter der Anwendersoftware. Das macht das System auch stabil. Selbst wenn Sie mal ein Programm kaputt installieren oder versemmeln, das hat auf den Rest vom System keinen schädlichen Einfluss. Ne? Sie haben also, es ist nicht so leicht, das System mal so hinzukriegen, dass es gar nicht mehr bootet. Und falls doch, lege ich Ihnen unsere DVD ans Herz. Gut, Linux ist ja nicht das einzige, aber im Moment wohl das bekannteste Unix-Betriebssystem. Da gibt es noch etliche andere. Dazu gehört neben dem Mac OS X, was auch ein Unix ist, nur eben ein proprietäres, ohne freigegebenen Quelltext, auch das Android dazu. Über Android erzähle ich gleich noch was. Ja, und jetzt gucken wir uns mal ein paar Eigenschaften an. Ja, wenn man über Linux spricht, dann gibt es Puristen, die sagen, Linux, du benutzt kein Linux, Linux ist nur der Kernel. Ja, was ist ein Kernel? Der Kernel ist der Betriebssystemkern, der dafür sorgt, dass die Hardware funktioniert, dass ich also Zugriff auf die Festplatte habe, auf den Speicher, dass Programme parallel laufen können. Das ist die Aufgabe des Linux-Kernels. Und die Anwendersoftware, mit der ich arbeite, das ist Firefox, OpenOffice und was man auch so immer auf dem Desktop hat. Ja, also streng genommen ist Linux eigentlich nur dieser Kern des Betriebssystems, aber heute sagen eigentlich alle für ein Linux-System GNU-Linux, also Linux-Kernel mit der GNU-Software drauf. Ja, ich behandle das recht lax, also ich sage auch meistens Linux, ohne jetzt den Kernel zu meinen. Der Linux-Kernel ist ein Mammutprojekt mit mehreren tausend Entwicklern. Die Projektleitung des Mainstream-Kernels passiert nach wie vor durch Linus Torvalds, also der es 1993 erfunden hat. Und wenn man sich so die Versionsnummern anguckt, der Linux-Kernel hat eine Hauptversionsnummer, das ist im Moment die 3, dann eine Major-Release-Nummer, das ist aktuell die Nummer 18, und dann noch eine Mainer-Release-Number, das ist der sogenannte Patch-Level, Fehlerbehebungen, wo keine neuen Treiber dazukommen, sondern nur alte repariert werden und Features vom Staging in den Stable-Zweig übernommen werden. Ja, also im Moment haben wir Linux-Kernel 3.18.4. Der erscheint etwa alle 4 bis 6 Wochen, aber da der sich nur um die Hardware kümmert, müssen Sie eigentlich, solange Sie ein System auf der gleichen Hardware haben, den Kernel nie anfassen. Ja, wenn Sie ein neues Gerät dazu kaufen, wo Sie wissen, da gibt es einen neuen Kernel Unterstützung, im alten nicht, dann lohnt sich ein Kernel-Upgrade. Ansonsten kann alles so bleiben, wie es ist. Der statische Teil des Kernels, der kümmert sich darum, dass alles, was zum Booten des Rechners vorhanden sein muss, gestartet wird, dass die Hardware-Komponenten unterstützt werden, und der dynamische Teil kümmert sich darum, dass Sie Geräte einfach anstecken können und die funktionieren. Treiberinstallation in diesem Sinne bleibt Ihnen unter Linux gänzlich erspart. Ja, das ist einfach. Also entweder geht das Gerät oder Sie gehen in den Markt und sagen, geht nicht. Genauso wie Sie das unter Windows auch machen, wenn ein Treiber nicht geht, nur unter Linux haben Sie die Sicherheit, wenn es nicht geht, dann ist der Aufwand, das zu installieren, relativ hoch. Kommt selten vor, aber manchmal gibt es Geräte. Ja, dass Sie den Verkäufer fragen, geht dieser Drucker unter Linux, das funktioniert nicht. Das habe ich schon ein paar Mal probiert. Also meistens geht man einfach hin und sagt, geht nicht. Und der stellt dann auch keine Fragen und dann kriegen Sie einen anderen Drucker und den kann man dann ausprobieren. Gut, aber zum Glück die hauptsächliche Hardware, das meiste funktioniert ohne irgendwelchen Aufwand unter Linux. Gut, ja, das ist so eine Grafik, recht komplex, wie der Linux-Kernel aufgebaut ist. Sie sehen nichts, aber was wichtig ist, steht unten. Hardware, also USB-Ports, CPU, Speicher, Datenträger, Netzwerk und Peripherie. Diese Dinge, die werden von dem Linux-Kernel verwaltet. Ja, auch das Netzwerk, sonstige Hardware. Dann sind da verschiedene Controller im Kernel eingebaut. Alles, was nicht da drin ist, wird von Linux nicht erkannt.
Und auf der oberen Seite, da sind dann die eigentlichen Anwendungen. Das heißt, das, womit Sie arbeiten unter Linux, hat mit dem Kernel eigentlich gar nichts zu tun. Der Kernel ist nur die Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und der Hardware. So, was gibt es noch? Ja, damit das mit dem Parallel-Tasking funktioniert, dass Sie mehrere Sachen gleichzeitig machen können und umschalten können zwischen den einzelnen, gibt es diesen Scheduler. Ja, der Begriff kommt aus der Informatik, den wird Sie wahrscheinlich noch ein bisschen durchs Studium begleiten. Das ist der, der dafür sorgt, dass zwischen einzelnen Programmen, zwischen einzelnen Tasks umgeschaltet wird, sodass Sie es gar nicht merken. Ja, der verteilt also die Rechenzeit, die verfügbaren Ressourcen auf die einzelnen Programme, sodass jedes was abbekommt und keins hängen oder stehen bleibt. Wenn also mal ein Programm wirklich hängt und es passiert nichts mehr, ja, dann ist es eigentlich gut, weil dann bleibt nicht Ihr Rechner stehen, sondern nur dieses eine Programm. Und dafür sorgt der Scheduler. Gut, Arten des Multitasking. Kooperatives Multitasking ist, wenn das Betriebssystem selber sich nicht um das Multitasking kümmert, sondern jedes Programm den Prozessor abgeben muss, damit ein anderes weiterlaufen kann. Ja, das macht man heute nicht mehr. Das war auf dem Commodore Amiga mal so, unter MS-DOS ist es so, aber sowohl unter Linux als auch unter Windows macht man heute eher präemptives Multitasking oder präemptibles Multitasking. Ja, die unterscheiden sich etwas in der Priorisierung der Prozesse, aber sorgen dafür, dass das Betriebssystem Programme wirklich anhalten kann, ein anderes weiterlaufen lässt, der Reihe nach durchschaltet und dann wieder beim ersten Programm weitermacht. Und das geht so schnell, dass Sie davon gar nichts merken. Ja, diesen Scheduler gibt es auch für Hardware. Ja, das, was man unter Windows manchmal hat, das Gerät ist nicht verfügbar, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ja, das ist eigentlich der Hardware-Scheduler, der RIO-Scheduler, der dafür sorgen soll, dass mehrere Programme sich ein Gerät teilen können. Wenn zwei Programme gleichzeitig auf einen USB-Stick schreiben wollen und das geht durcheinander, dann käme da natürlich nur Müll an. Der Scheduler sorgt dafür, dass die richtigen Daten an der richtigen Stelle landen und dass alle Programme eine Chance haben, diesen Datenträger zu nutzen und nicht nur eins. Ja, diesen Scheduler kann man sich unter Linux aussuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte den Completely Fair Queuing-Algorithmus haben. Der sorgt dafür, dass die Programme, die viel schreiben, auch viel schreiben können, während der Deadline-Algorithmus eher dafür sorgt, dass alle gleichmäßig abgearbeitet werden und niemand mehr als eine bestimmte Anzahl von Sekunden einen Datenträger belegen kann. Ja, den No-Op-Algorithmus gibt es auch. Das heißt, wer zuerst schreibt, der kommt zuerst und wird nicht unterbrochen. Ja, das ist bei Embedded-Geräten, die auf Flash schreiben, ganz ordentlich, aber manchmal auf dem Desktop sehr nervig. Gut, für die Prozessverwaltung gibt es auch ein paar Scheduler zur Verfügung. Das Programm, um sich anzuzeigen, was auf dem eigenen Rechner so läuft, das heißt PSAUXW, brauchen Sie sich nicht zu merken, PS reicht schon. Damit können wir auch unter Android und auf der Drohne und auf anderen Geräten nachgucken, was da im Moment für Programme drauf laufen, wie viel Rechenzeit, wie viel Speicher die brauchen, merken Sie sich das mal vor. Werde ich im Laufe der Vorlesung noch ein paar Mal tippen. Ja, Interrupts ist so eine Hardware-Geschichte. Programme werden durch einen Interrupt unterbrochen, andere laufen weiter. So kann ich zum Beispiel bei der Drohne die Motoren steuern. Ja. Wenn ein Motor sich gedreht hat, löst er einen Interrupt aus und dann weiß der Linux-Kernel, in welcher Position er sich befindet und was weiterlaufen kann. So. Input, Output, dasselbe, das überspringe ich mal. Die Speicherverwaltung des Virtual Memory ist auch so eine interessante Sache. Wenn dem Rechner das RAM ausgeht, kann er den fehlenden RAM-Bereich auf Festplatte auslagern. Das kennen Sie von Windows her. Wenn das Windows langsam wird, dann bedeutet das immer, er macht irgendwas auf Platte. Das ist dieser Auslagerungsbereich. Den gibt es unter Linux auch, aber da unterscheiden sich die Algorithmen ganz gewaltig. Unter Linux ist der Hauptspeicher immer komplett voll. Also Linux versucht so viel wie möglich RAM für Anwendungen zu verwenden. Wenn Sie einmal OpenOffice gestartet haben, befindet sich das im Hauptspeicher des Rechners und geht da so lange nicht mehr raus, bis der Speicher für was anderes gebraucht wird. Das heißt, wenn Sie das erste Mal OpenOffice starten, dann dauert so seine 4-5 Sekunden, bis es von der Platte geladen ist. Starten Sie es zum zweiten Mal, ist es sofort da. Ja? Dieser Trick wird so gemacht, dass das Linux eben versucht, möglichst viel Daten im RAM zu cachen und das RAM immer voll zu nutzen. Das heißt, wenn Sie unter Linux 16 GB RAM einbauen, ja, oder noch mehr, dann ist irgendwann Ihr komplettes System und alle Anwendungen im RAM und der Rechner wird, je länger er läuft, immer schneller. Ja, bei Windows ist es umgekehrt. Je länger es läuft, desto, ja, kennen Sie alle. Ja. Vielleicht sollte man unter Windows das Verfahren auch mal umkehren. Ja. Windows hat ja auch eine POSIX-Schnittstelle. Es wäre also eine Möglichkeit, dort den Scheduler zu überreden, wenn man es denn verändern dürfte, eher mehr RAM zu verwenden, anstatt mehr RAM freizuhalten. Ja. RAM ist jetzt kein teures Gut, was man irgendwie sparen müsste, sondern wenn es da ist, dann sollten das die Anwendungen auch benutzen.
Ja, das ist so die Skizze, realer Speicher und Auslagerungsbereich, die hängen zusammen. Welcher gerade verwendet wird, das können Sie als Anwender eigentlich gar nicht sehen oder unterscheiden. Sie können also auf dem Rechner mit nur 2 GB RAM eine Videoanwendung starten, die 8 GB braucht und der Rest wird eben durch Plattenplatz ergänzt. Also es wird kein Programm Ihnen sagen, Sie müssen mehr Speicher kaufen, damit das Programm laufen kann. Der Rechner wird halt, wenn er auf Platte zugreifen muss, etwas langsamer, aber das Programm läuft und bekommt ausreichend Speicher. Gut, auch dieses Kommando free lässt sich leicht merken, das sagt, wie viel Speicher gerade belegt ist. Die schwarz gedruckte Zahl ist das, was tatsächlich in Benutzung ist auf meinem Rechner. 1,6 GB sind das. Free Cache, ja, insgesamt hat er hier 2 GB und die Free-Zeile unterscheidet sich zwischen der ersten und der zweiten. Er hat also doppelt so viel Speicher, den er verwenden kann, als angezeigt wird mit der ersten Zeile und das ist eben das, was im RAM-Cache drin ist. Das ist, was hinten unter Buffers und Cache zusammengerechnet verwendet wird, um Programme, wenn sie beim nächsten Mal wieder gestartet werden, besonders schnell starten zu lassen. Davon macht übrigens auch Android Gebrauch. Wenn Sie eine Applikation einmal gestartet haben, dann bleibt die erstmal im Speicher drin. Wenn Sie wieder auf die umschalten, ist die sofort da, obwohl der Rechner sie eigentlich schlafen gelegt hat, weil sie eben noch im RAM ist. So, Kompatibilität. Ja, heißes Thema. Warum verwenden eigentlich nicht alle Linux? Ist doch so ein schönes Betriebssystem. Naja, man sagt, ich habe meine Anwendungen, die laufen nur unter Windows und muss ich halt verwenden. Es gibt tatsächlich auch ein Windows-Programm, was ich verwenden muss. Das hat mit unserem Steuersystem zu tun und Elster und so. Die beste Software für die Steuererklärung, so ungern man das macht, gibt es halt unter Windows. Ja, wie kann ich das lösen? Ich habe keinen Windows-Computer. Ich benutze eine sogenannte Emulation, Wine, um ein Windows-Programm einmal im Jahr auf meinem Linux-Rechner laufen zu lassen, damit ich meine Steuererklärung damit machen kann. Und deswegen muss ich mir eben kein Windows-Betriebssystem zulegen. Das geht also auch. Viele sagen sogar, dass manche 3D-Spiele unter Linux mit Wine schneller laufen als unter Windows. Ist vielleicht auch ein Grund, sich mal Linux anzugucken. Sie können es ja mit Hilfe der DVD ausprobieren. Gut, die Benutzeroberfläche. Ne? Sie haben schon vielleicht gesehen, dass die Benutzeroberfläche hier ein bisschen anders ist, als Sie das vielleicht gewohnt sind. Ja, die Fenster, die wabern so, lassen sich ziehen, ja, verbiegen. Da hat sich wohl einer mit Spieltrieb gedacht, naja, warum muss man ein Fenster denn verschieben? In der Realität klappt man das ja auch einfach zur Seite und guckt, was drunter ist. Ja, also diese Benutzeroberfläche, die ich hier verwende, die heißt Compit. Und das funktioniert deswegen, weil ich unter Linux die Oberfläche, mit der ich arbeite, frei wählen kann. Das ist ein einfaches Anwenderprogramm wie jedes andere auch. Ich muss also nicht das Betriebssystem wechseln, um anders mit dem Rechner zu arbeiten, sondern ich kann mir eine alternative Benutzeroberfläche zulegen. Bei anderen Betriebssystemen ist die fest drin. Bei Linux, BSD und den Unix-artigen kann man die sich aussuchen, weil die eben nicht zur Systemsoftware, sondern zur Anwendersoftware zählt. Hier sieht man das Schema. Ja, Anwenderprogramme und dazu gehört eben auch die Benutzeroberfläche, die sind nicht im Kernel drin, sondern sind ganz normale Anwendungen, die über den Xorg-Grafikserver oder einen Direct-Rendering-Manager, ja, Android hat kein Xorg, das verwendet einen Framebuffer. Die Anwenderprogramme, die pluggen sich dort rein und greifen dann auf die Hardware über den Kernel zu und sind halt frei austauschbar. Deswegen kann man das Look and Feel des Betriebssystems frei gestalten. Ja, Compit mit diesen wabernden Fenstern und dem durchaus praktischen Würfel, wo man sehr, sehr viel Platz hat zum Arbeiten, ist ein sogenannter Compositing Window Manager, der arbeitet mit Transparenzeffekten der Grafikkarte und ist nun nicht nur reine Spielerei, sondern hat auch durchaus praktische Features. Man kann so als Dozent Sachen am Bildschirm ankreuzen oder draufmalen, die sind dann auch relativ fest. Ja, geht aber auch wieder weg, wenn man den Tastaturtrick kennt. Wenn man diese Markierung nicht mag, dann kann man auch mal mit Feuer arbeiten. Was ich hin und wieder bei Beamern ganz praktisch finde, ist dieser Vergrößerungseffekt. Auch das macht die Grafikkarte von alleine. Wenn man hier unten die CPU-Auslastung sieht, rechts unten, dann sieht man, dass die CPU, also das, was rechnet im Rechner, eigentlich gar nichts tun muss für diese Effekte. Selbst wenn ich den Würfel drehe oder so, das macht alles die Grafikkarte.
Das ist also ein sehr praktisches Feature, dass ich hier die Oberfläche austauschen kann in eine 3D-Oberfläche, mit der ich dann einfach mehr Möglichkeiten habe. Es gibt aber auch andere, KDE, GNOME, XFCE, LXDE sind so einige. Dann gibt es ganz abstruse wie RedPoison oder LarsVM. LarsVM ist ein Window-Manager, da können Sie keine Fenster verschieben, sondern das macht er von alleine. Ja, wenn er meint, Sie arbeiten jetzt mit dieser Anwendung, dann kommt die in den Vordergrund. Ist so ähnlich wie bei Android, da kommt ja auch immer die Anwendung in den Vordergrund, mit der Sie gerade arbeiten wollen, und die anderen, die werden dann skaliert oder gehen in den Hintergrund. So, und dann gibt es natürlich noch die User Interfaces für Fortgeschrittene. Ja, da stöhnen Sie schon an, was jetzt kommt, nämlich die Shell, die Nicht-Grafik-Oberfläche. Die Möglichkeit, den Rechner direkt zu steuern über die Eingabe auf der Kommandozeile. Zum Beispiel dieses PS-Kommando, was mir anzeigt, was auf meinem Rechner gerade läuft. Das sind ziemlich viele Prozesse hier. Oder, was könnte ich noch machen, mir anzeigen, welche Festplatten eingebunden sind. Da habe ich verschiedene Netzwerklaufwerke und was gibt es noch? Was ist an meinem Rechner angeschlossen an Datenträgern? Das sind im Wesentlichen meine Festplatte und drei verschlüsselte Laufwerke, auf denen sich Daten befinden, die halt, wenn mir jemand den Rechner klaut, nicht jeder haben soll. Und auch die Möglichkeit habe ich. Also hier kann ich mit Hilfe von Kommandozeile den Rechner wunderbar steuern und teilweise sogar schneller damit arbeiten als mit der Grafikoberfläche. Machen Sie Java eigentlich? Java, Programmiersprache? Ja, nein? Eclipse kennen Sie? Vielleicht? Ja. Schreiben wir mal ein Java-Programm. Java hat ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, was zwischen Quelltext und Output passiert. Also man muss relativ viel tippen für relativ wenig Effekt. So, Methode zu Ende, Klasse zu Ende, hoffentlich kein Tippfehler drin. Juhu, kompiliert. Yes. Während ich das hier jetzt getippt habe, wäre ich immer noch dabei, das richtige Menü im Eclipse zu suchen. Zumindest geht es mir oft so, dass ich so kleine Sachen auf der Kommandozeile schneller erledigen kann, als mit Anwendungsprogrammen, wo ich erstmal durch die Menüs klicken, Werbung wegmachen muss, auf den Button und dann warten, bis diese Benutzeroberfläche reagiert. Da bin ich also mit der Textoberfläche deutlich schneller. Auch wenn ich mir angucken will, was ist in meinem Verzeichnis drin, bevor ich hier den File Explorer oder wie das Ding heißt gestartet habe, kann ich mit ls-l auch einfach nachgucken, was da drin ist. Also ich habe hier die Möglichkeit, sehr schnell zu arbeiten, und deswegen bevorzuge ich für meine tägliche Arbeit die alternative Benutzeroberfläche Shell. Muss man aber nicht, man kann auch einfach mit der Grafik arbeiten, wenn man möchte. Ein paar Tipps sind in den Vorlesungsfolien drin. Das sind so die Standardkommandos. Wenn Sie die können, dann können Sie auf jedem beliebigen Unix-System inklusive Android ohne irgendeine grafische Software sich angucken, was dort installiert ist, welche Dateien, wie groß, wie viel Platz die belegen, und können Datenträger ein- und aushängen, also USB-Sticks anschließen und anschließend wieder sicher entfernen. Ja, das mehr Kommandos müssen Sie eigentlich unter Unix nicht wissen, um im Dateisystem zu navigieren. So, den POSIX-Standard habe ich schon vorhin etwas drüber erzählt. So, und jetzt kommt das, wie ich finde, eigentlich spannendste Thema, nämlich, warum macht jemand kostenlose Software? Oder kann man da nicht vielleicht doch mit Geld verdienen? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden sowas wie Linux bauen und im Internet verkaufen. Da könnten Sie doch reich werden. Ein Betriebssystem, was nie abstürzt, was immer funktioniert, was schnell ist, auch auf langsamen Rechnern, wo es tausende von Softwarepaketen gibt. Ja, warum geben das die Leute kostenlos raus? Das hängt mit der Lizenz zusammen. Die Open-Source-Lizenz, die hier eine Rolle spielt, ist ein kooperatives Entwicklungsmodell. Die sagt nämlich, dass die Software kostenlos genutzt werden muss. Ja, also es gibt keinen Weg dran vorbei. Dass man den Quelltext mitliefern muss, zumindest wenn der Benutzer der Software danach fragt, und dass Veränderungen und Weitergabe erlaubt sind. Ja, das sind die Pflichten bei Open-Source-Lizenzen. Übrigens wird Software, auch proprietäre Software, so gut wie nie verkauft. Wenn Sie was kaufen würden, Software kaufen, dann würde das ja bedeuten, Sie dürfen alles damit machen, was Sie wollen, weil es Ihnen gehört. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wenn Sie ein Spiel im Geschäft kaufen und Sie kopieren das und geben das weiter, irgendwann kommt jemand und verklagt Sie deswegen. Ja, also eigentlich ist die proprietäre Software, die Sie so kaufen,
nur gemietet. Sie zahlen also eine Nutzungsgebühr und dafür dürfen Sie auf einem Rechner oder mit einer Person oder mit einer bestimmten Anzahl von Personen diese Software nutzen. Bei Open Source ist es genau umgekehrt. Ja, da dürfen beliebig viele Personen die Software entwickeln, nutzen, weitergeben. Geld fließt hier nur für in Auftrag gegebene Entwicklung, das heißt für die richtige Arbeit. Ja, Patente haben wir zum Glück in Europa noch nicht auf Software. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Ansonsten wird Software schreiben sehr, sehr teuer werden, wenn man Fremdpatente lizenzieren muss. Softwarepatente sind durch eine europäische Patentübereinkunft derzeit in Europa ausgeschlossen. Gut, proprietäre Software ist das, was Sie von vielen Betriebssystemen, wo Sie Geld für die Anwendungen zahlen müssen, herkennen. Der Empfänger erwirbt mit dem Kauf eine eingeschränkte, in der Regel nicht übertragbare Nutzungslizenz, darf die Software nicht verändern, nicht weitergeben, nicht weiterverkaufen. Und bei der Open-Source-Software ist es halt genau umgekehrt. Wenn Sie die Software bekommen, dann haben Sie alle Rechte an der Software, inklusive das Weitergabe-, Modifikations- und Weiterentwicklungsrecht. Ja. Und diese Open-Source-Lizenz stellt eine Basis zur Verfügung für die Zusammenarbeit von Gruppen. Das heißt, wenn ich so ein Linux-System bauen will, muss ich niemandem Geld dafür bezahlen, um irgendwelche Intellectual Property zu kaufen, weil das die Autoren der Software bereits freigegeben haben für die allgemeine Nutzung. Ich kann mich also aus gigabyteweise Software-Quelltexten bedienen, etwas Eigenes zusammenschrauben und muss keinen Cent dafür bezahlen. Ja, auf der anderen Seite kann ich es Ihnen auch nicht verkaufen. Wobei Sie eine dieser DVDs auch nehmen können, auf eBay versteigern für 1 Million Euro. Das gibt die Lizenz her. Sie dürfen nur niemandem verbieten, die für 1 Million Euro ersteigerte DVD dann kostenlos weiterzugeben. Ja, also für die reine Nutzung ist das Ganze kostenlos. Aber wenn eine Dienstleistung dahinter steht, dann dürfen Sie durchaus Geld verlangen und verkaufen auf eBay oder Support machen, gehört eben auch dazu. So, wer legt die Lizenz eigentlich fest? Das macht der Urheber. Wenn Sie also das Urheberrecht an einer Software besitzen als alleiniger Urheber, dann können Sie sich entscheiden, mache ich die proprietär, dann können Sie pro verkaufter Kopie Geld verdienen, oder mache ich die Open Source, dann ist es mit dem Geldverdienen pro Kopie vorbei, aber Sie können dann dafür sorgen, dass Ihre Software sich breit verteilt, wenn das eine gute Software ist, und Sie können eine Dienstleistung anbieten, Erweiterungen, Service Support, Garantieleistungen, monatliche Serviceverträge oder ein Abonnement. Das würde bei vielen Online-Rollenspielen extrem gut funktionieren. Es gibt auch einige, wo die Anwendersoftware, die sie brauchen, um in das Spiel reinzukommen, Open Source ist, wo sie für den Zugang auf den Server bezahlen müssen. Also ein Geschäftsmodell, was man mit Open Source sehr gut machen kann. Die Lizenz gilt für die legalen Empfänger der Software, die die Lizenz akzeptiert haben. Sie können jede Softwarelizenz ablehnen. Das ist ihr gutes Recht. Sie können also sagen, die Windows-Lizenz zum Beispiel, die mag ich nicht, die akzeptiere ich nicht. Dann ist der Verkäufer verpflichtet, Ihnen das Geld zurückzuerstatten, falls Sie das Produkt gekauft haben. Ja, das ist manchmal etwas Diskussion, aber Sie können bei dem einen oder anderen Notebook ein bisschen Geld sparen, indem Sie dort die Lizenz zurückgeben. Das funktioniert auch, man muss nur dranbleiben und sich nicht von den Verkäufern erzählen lassen, dass das nicht ginge. Das steht nämlich in der Lizenz drin, dass Sie das tun dürfen. Also Sie haben das Recht, eine Lizenz abzulehnen. Sie haben auch das Recht, eine Open-Source-Lizenz abzulehnen. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, diese Open-Source-Lizenz, dass ich das kopieren und weitergeben darf, das finde ich nicht okay, das lehne ich ab, dann dürfen Sie die Software natürlich nicht mehr benutzen. Ja? Also für die legalen Empfänger der Software, die die Lizenz akzeptiert haben, gilt die Lizenz. Die haben dann alle Rechte und Pflichten, die sich aus der Lizenz ergeben. Die GPL, unter der der Linux-Kernel und viele Anwendungen stehen, erlaubt auch die Integration proprietärer Software auf dem gleichen Datenträger. Dann gilt die Open-Source-Lizenz natürlich nicht für diese proprietären Komponenten, ja, aber für die Weitergabe an sich müssen Sie dann mit beiden Lizenzen leben. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt auf so einer DVD proprietäre Software mit unterbringe, kann ich die Ihnen eigentlich guten Gewissens gar nicht aushändigen, weil Sie müssten dann zwei Lizenzen akzeptieren, eine Open Source und eine proprietäre. Deswegen ist auf der Version von der Knoppix DVD auch nur freie Software drauf, die man bedenkenlos weitergeben darf. Das heißt, dass sowas wie das Adobe Flash eben nicht drauf darf. Das ist zwar kostenlos, aber bringt Restriktionen mit sich. Ja, müssen Sie mal durchlesen. Sie verzichten dann auf verschiedene Rechte. Und deswegen ist dieser Flash-Player eben nicht mit drauf. Und man kann sich den natürlich privat nachinstallieren, wenn man möchte. Aber weitergeben dürfen Sie die Software dann nicht mehr. Ja, diese Tabelle zeigt so ein bisschen die Verteilung von Software-Lizenzen. Proprietäre Software ist die Nutzung kostenpflichtig. Bei Shareware ist die Nutzung kostenlos. Und das Programm ist frei kopierbar. Hervorragend für Virenhersteller.
Ja, ein Programm, das man kostenlos weitergeben darf, verbreiten darf, aber man darf nicht in den Quelltext reingucken. Da können Sie alles verstecken, was Sie möchten. Ja, Freeware und Shareware ist immer so ein bisschen gefährlich. Ab GPL wird es interessant für mich als Entwickler. Da kann ich nämlich in den Quelltext reingucken und darf den auch verändern. Wenn dort im Quelltext Werbung geschaltet wird oder irgendwelche kostenpflichtigen Dienste angeboten werden, kann ich diese Sachen entfernen und das auch legal, weil ich den Quelltext mitgeliefert bekomme und die Lizenz mir erlaubt, den auch zu modifizieren. Die LGPL ist so ein Mittelding aus Open Source und der Möglichkeit, Open Source in proprietäre Produkte einzupflegen. Dort muss nur der Quelltext offengelegt werden, der von dem ursprünglichen GPL-Produkt stammt und nicht der Quelltext des gesamten Programms. Und die BSD-Lizenz, die ist die offenste Lizenz, die erlaubt sogar, dass Sie die Lizenz nachträglich ändern. In Windows ist auch sehr viel BSD-Code mit eingeflossen. Trotzdem ist Windows kein Open Source. Die BSD-Lizenz erlaubt das. Man muss lediglich darauf hinweisen, dass das Produkt auch BSD-Code enthält. Und damit sind die Pflichten aus der BSD-Lizenz auch schon erledigt. Ja, Sie dürfen also sich selber eine neue Lizenz für Ihr Produkt ausdenken, auch wenn Sie BSD-Code verwendet haben. Ja, das bedeutet Geld verdienen mit Open Source, nicht mehr mit Verkauf von Software oder von Nutzungslizenzen, sondern mit der Dienstleistung kann man dort Geld verdienen. Und interessanterweise ist das das Konzept von vielen großen Softwarefirmen. Google zum Beispiel macht fast ausschließlich Open Source und verdient damit irgendwie 48 Milliarden Euro pro Jahr. Das habe ich noch nicht geschafft. Ja, also es geht anscheinend. Ja, vielleicht muss man auch nur groß genug dazu sein, aber Dienstleistung ist heute das, womit im Softwarebereich sehr, sehr viel Geld verdient wird. Und ich denke mal, andere Firmen, die bisher nur proprietäre Software machen, werden nach und nach auch an dieser Möglichkeit partizipieren wollen. Gut, Dienstleistungen können sein Beratung, Support, Service, Schulungen, Erweiterungen und Anpassungen der Software, weil man es eben kann. Ja, einfach nur was unter so Open Source anzubieten und keinen Support dafür zu machen, lohnt sich finanziell überhaupt nicht. Sondern wenn man was anbietet und möchte damit auch Geld verdienen, dann muss man das so gut können, dass die Leute auch diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Zum Beispiel regelmäßige Erweiterungen und Updates automatisch aufs Tablet, ohne dass man was dafür tun muss. Diese Idee mit dem Open Source gibt es übrigens auch für Filme. Ja, so Independent-Filme unter einer Open Source-Lizenz, wo man sich ein neues Ende ausdenken kann für einen deprimierend ausgegangenen Film. Fügt man noch irgendwie ein Happy End ein. Mit der Software Blender kann man diesen Film dann neu designen und rendern lassen. Ein paar Beispiele dafür sind Elephant Stream, Big Bug Bunny, Sintel und Tears of Steel. Letzterer auch mit richtigen Schauspielern und so einer Mischung aus Virtual Reality und Geschauspielertem. Sind alles so 10-Minuten-Filme, die aber unter einer Open-Source-Lizenz stehen, sodass man sie auch selber verändern kann und neue Objekte einführen kann oder dass die Handlung beeinflussen kann. Ja, sehr interessante Idee. Geschäftsmodell dahinter, ja, vielleicht DVDs verkaufen oder Filme auf Wunsch. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Sie möchten einen Film sehen mit einer bestimmten Handlung, die Sie selber vorgeben können. Ne? Sie geben Stichworte ein, sagen, wie es ausgehen soll oder wie es Ihnen lieber wäre, wenn es ausgeht. Und 5 Minuten später haben Sie den Film und können den auf Ihrem Fernseher streamen. Ja? Und den Film hat keiner außer Ihnen. Interessantes Geschäftsmodell, finde ich. Da könnte man die Open-Source-Idee auch für solche Dinge anwenden. Gut. Wieder zurück zu Linux. In dem Jahr, wo Linux das erste Mal veröffentlicht wurde oder wo Linus Torvalds angefangen hat, sagen wir mal so, Linux 0.01, da gab es einen Entwickler, nämlich den Linus Torvalds, der hatte immerhin schon 8413 Zeilen Programmcode geschrieben. Wenn Sie öfter programmieren, wissen Sie, dass das eigentlich lächerlich wenig ist. 95 Schreibmaschinenseiten, ja, also so Format Bachelorarbeit. Null Anwender, denn richtig anwenden konnte man dieses System ja noch nicht. Das hat gebootet und hatte eine Speicherverwaltung und man konnte dann Echo Hello World tippen und 2 Applikationen, nämlich eine Shell und eine Entwicklungsumgebung. Ja, also mehr war es noch nicht, 1991. 10 Jahre später sah das so aus, 226 Hauptentwickler, 2,9 Millionen Zeilen Programmcode. Das sind 43.000 Schreibmaschinenseiten und 12 Millionen gezählte Installationen. Ja, der Linux-Counter ist so eine Webseite, wo man sich freiwillig registrieren kann, wenn man der Welt kundtun möchte, wie viele Linux-Rechner man laufen hat. Muss man nicht machen. Ja, sowas Ähnliches wie Facebook für Linux-Freaks vielleicht. Und laut ISIS-Report, das stand damals für ein Heft, wo kommerzielle Lösungen für Linux propagiert wurden, hatte bereits 1.000 kommerziell einsetzbare Programme.
So, Geld verdienen mit Open Source, habe ich vorhin schon erzählt. Nicht die Software selber, sondern eine Dienstleistung kommerziell anbieten und leben von Support, Wartung und Anpassung. Und verteilen tut sich die Software bei Open Source praktischerweise von alleine. Ja, da müssen Sie also keine kommerzielle Webseite anbieten, die irgendwie was gegen Geld zum Download anbietet und damit Leuten leben, die es trotzdem raubkopiert haben. Ja, kommen wir zu Smartphones. Da zeigt sich, dass das Linux sich doch schon sehr verbreitet hat. Android ist nämlich der Linux-Kernel mit einer Linux-Laufzeitumgebung und einem eigenen Java-Framework für die Applikationen. Dort schreibt man also die Software in Java, aber unten drunter liegt ein ganz normales Linux-System. Und das ist im Laufe der Zeit gestiegen, auch mal zwischendrin wieder gefallen, liegt aber im Moment so bei etwa 80% Marktanteil. Und das ist schon beeindruckend, weil das innerhalb der letzten 3 Jahre passiert ist. Ja, also seit 91 gibt es Linux und dann kommt eine große Firma, macht Smartphones und auf einmal will jeder haben. Ja, eigentlich etwas deprimierend. Das, was die Linux-Entwickler, wovon es zigtausende gibt, nicht geschafft haben, schafft irgendwie eine Firma mit Open Source. Also das Android ist Open Source, können Sie runterladen, selber kompilieren, anpassen auf verschiedene Geräte. Und dann verbreitet sich das einfach irgendwie von alleine und jeder will es haben. Liegt vielleicht auch daran, dass wir im Zeitalter des Ubiquitous Computing leben. Das heißt, wir haben nicht mehr einen PC, den sich eine Familie teilt, sondern jeder hat so circa 10 Rechner, die ihn tagsüber begleiten. Ja, Smartphones, Tablets, Handhelds, Wearables und so weiter und so fort. Und dafür, für mobile Systeme, ist natürlich Linux sehr gut geeignet. Ja. Insofern ist Open Source offensichtlich auch eine Chance, groß rauszukommen. Ein Großteil der am häufigsten genutzten Software ist Open Source, sodass man heute eigentlich sagen müsste, die alternativen Betriebssysteme sind eigentlich die, die nicht unter Linux laufen. So, ja, die Softwarekrise, ja, seit den 90er Jahren haben wir das Problem, dass die Software immer komplexer, komplizierter wird, fehleranfälliger, Programme laufen nicht richtig, Termine werden nicht eingehalten, dem versucht man dann mit Software Engineering zu begegnen. Und auch hier ist Open Source vielleicht eine Möglichkeit, da wieder einigermaßen heil rauszukommen, weil wenn Sie den Quelltext von Programmen haben, können Sie den ganzen alten Müll da rauswerfen und das Programm leichter optimieren, als wenn Sie Binaries mitschleppen müssen, wo Sie gar nicht mehr wissen, was das Programm eigentlich macht. Aber wenn Sie es erweitern müssen, dann müssen Sie eine neue Bibliothek dazu linken oder einen Wrapper drumherum schrauben. Das ist sehr schwierig mit proprietärer Software und vergleichsweise einfach mit Open-Source-Software. Ja, noch ein Problem. Früher waren die Anwender ein bisschen anders. Jeder, der einen neuen PC bekommen hat, der wollte den als erstes aufschrauben. Software austauschen, irgendwas selber ausprobieren, dann ging es wieder nicht. Dann hat man jemanden angerufen und gefragt, ob er es reparieren kann und dann ging es wieder. Ja, war so ein bisschen Abenteuerstimmung. Heute will man das Gerät einschalten. Knöpfe sind auch schon aus der Mode gekommen und einfach nur damit arbeiten. Das heißt, das Wissen, wie es funktioniert, wird immer weniger. Gleichzeitig wird die Software und die Hardware immer komplexer. Ja, wer von Ihnen weiß noch, was auf seinem Gerät alles drauf läuft? Ja, da haben es halt bestimmte Organisationen relativ einfach, Ihnen Werbung unterzuschieben oder zu gucken, was Sie gerade machen. Es reicht schon, wenn Sie zu Hause ein Smart TV haben, dann weiß der Hersteller dieses Smart TVs und Google und die Sender, was Sie wann geguckt haben. Ja, es sei denn, Sie haben dieses HBW-TV abgeschaltet, was aber keiner macht. Einen Verdacht könnte man schon haben, wenn ständig irgendwelche Sachen auf dem Smart-TV eingeblendet werden, die zu der Sendung passen. Ja, irgendwer muss ja dann wissen, was Sie gerade gucken. Webcams sind auch interessant, gerade die, die Gesten verfolgen. Eigentlich filmen Sie Ihr Wohnzimmer die ganze Zeit, schicken das an irgendeine Organisation, die wertet dann aus und setzt Ihre Sprachbefehle oder Ihre Gesten um und macht dann auf dem Fernseher irgendwas. Aber die Daten werden ja erstmal übertragen. Naja, also wenn man nicht genau weiß, was das Betriebssystem und die Anwendungen macht, dann kommen wir in eine relativ gefährliche Situation. Ja, ich will Sie nicht mehr paranoid machen, als ich es auch schon bin, aber ist halt wirklich bedenklich teilweise, was da so alles passiert. Und wenn man drüber nachdenkt, warum muss mein Auto Internetzugang haben und warum kann ich per App die Tür öffnen und wer kann das noch? Oder wer kann vielleicht, ne, auf meine Bremse treten mit einer App, könnte man es auch mit der Angst zu tun haben. Und tatsächlich, einige Autohersteller koppeln essentielle Funktionen wie Geschwindigkeit, Bremse und so weiter mit Multimedia-Komfortfunktionen. Allein schon, wenn das Radio, die Lautstärke sich reduziert, wenn draußen viel Lärm ist oder wenn der Motor hochdreht oder niedriger dreht, ist ein Hinweis darauf, dass da Sachen miteinander gekoppelt werden, die nicht gut sind. Ja, und für Betriebssysteme heißt das, diese Schere zwischen den sogenannten Geeks, also die, die die ganze Technik verstehen und wirklich wissen, was da für Prozesse drauf laufen, und den DAOs, also die, die den Einschaltknopf teilweise nicht mehr finden, die wird ständig größer. Und damit haben wir in der Softwareentwicklung eben auch zu kämpfen. Wir sollen ständig Programme schreiben, die einfach zu bedienen sind,
Aber dadurch wird das technische Verständnis der Benutzer immer weniger. Immer weniger verstehen, warum ihr Handy manchmal ruckelt, manchmal irgendwas übers Netz überträgt, obwohl man gar nichts gemacht hat und was da so alles für Sachen drauf laufen, die man eigentlich vielleicht auch gar nicht wissen will. Lösungsansätze dafür habe ich keine, da hilft auch Open Source nicht weiter. Vielleicht fällt Ihnen was ein als zukünftige Generation derer, die solche Geräte designen und Marketing dafür machen müssen, wie man dieses Problem lösen kann. Ja, man kann nicht alle Smartphone-Benutzer auf eine Schulung schicken oder in eine Vorlesung, wobei man das vielleicht manchmal müsste, damit die keine Fehler machen, aber vielleicht müsste man die Software wieder etwas komplizierter machen oder etwas mehr Technik drin unterbringen, die man verstehen können muss. Oder vielleicht so eine Art Smartphone-Führerschein machen, damit man versteht, dass man nicht alles auf Facebook posten muss, was da gerade an der Kamera vorbeiläuft. Gut, verschiedene Open-Source-Systeme für Linux und Windows. Da gehe ich auch mal wieder etwas schneller drüber. CyanogenMod ist eine Open-Source-Variante von dem Android. Kann man als Alternative der herstellerspezifischen Android-Varianten auf seinem Smartphone installieren. Und dadurch entfällt diese ganze Sache, dass das Smartphone ständig sagt, was sie gerne machen möchten und sie personenbezogene Werbung und Tracking bekommen. Gut, aber da wir gerade bei Android sind, schalte ich mal gerade um. Ja, wenn Sie vorhin schon da waren und die Drohne fliegen gesehen haben, dann haben Sie auch das Tablet hier schon begutachten können. Auch da läuft Linux drauf und wenn man es auch mal sehen will, dann benutzt man ein sogenanntes Terminal-Programm. Das sehen wir hier. ls-l habe ich ja vorhin getippt, um zu gucken, was sind da für Dateien auf meinem System. Das kann ich hier auch machen. Ja, also hier habe ich die Möglichkeit zu gucken, was auf diesem Tablet an Daten drauf ist. Oder mit PSW zu gucken, was für Prozesse laufen hier. Und das ist jetzt nicht geroutet oder so, das ist noch das Original Android, was auf dem Tablet drauf war. Ja, das ist also Android 4.4. PSAUX, kennt er das? Nee, kennt nur PSW. Da zeigt er mir nur meine eigenen Prozesse an. Ja. Das reicht auch schon. Also über diese Oberfläche habe ich den Direktzugriff auf das Linux-System und wenn ich wieder zurückschalte auf die Grafikoberfläche, ja, dann kann ich wieder normal arbeiten wie vorher und meine Apps starten. Ja. Also auch hier läuft ein Linux drauf mit, wenn man möchte, mit einer Shell und der Möglichkeit, dort direkt zu arbeiten. Und wieder zurück. So, jetzt haben wir über Software gesprochen und über Linux auf Tablets und Smartphones. Das Stichwort Distribution sollte Ihnen was sagen. Eine Distribution ist eine Zusammenstellung aus Betriebssystem und Anwendersoftware für eine bestimmte Benutzergruppe. Da gibt es unter Linux verschiedene, also jetzt für das Desktop-Linux auf normalen PCs und Notebooks. Ubuntu ist wahrscheinlich das bekannteste Linux-Derivat, ist eine recht einsteigerfreundliche Distribution, einfach in der Wartung und Administration. Also auch wieder der Versuch, diese Komplexität zu verstecken vor dem Anwender und eine möglichst einfache Oberfläche, die so ein bisschen an Touchscreen erinnert, zur Verfügung zu stellen. Fedora ist eher für Geschäftskunden gedacht, also stabile Serversoftware. OpenSUSE war früher mal eine deutsche Firma, ist dann von Novell gekauft worden, ist jetzt auch eher am internationalen Markt ausgerichtet. Für Entwickler interessant ist die Debian-Distribution und auf der basiert das Knoppix, was ich mache, als Live-System. Debian selber gilt als schwierig zu benutzen. Also dort fängt es auch mit der Kommandozeile schon an. Das Desktop-System ist recht spartanisch eingerichtet und viele der Programme, die installiert werden, die gehen erstmal überhaupt nicht. Und proprietäre Module, damit das WLAN funktioniert, sind auch nicht drin. Also für die Benutzung eher ungünstig, aber zum Basteln ganz hervorragend, weil man hier mit einem Minimalsystem anfängt und darauf aufbauend dann eigene Komponenten so lange dazu baut, bis man wirklich glücklich ist mit seinem Desktop-Linux. So, was ist nun Knoppix? Knoppix war eine Idee, die stammt ursprünglich nicht von mir. 1999 habe ich das mal auf einer Computermesse gesehen. Da wurden so kleine Visitenkarten, große CDs verteilt mit einem kleinen Linux-Kernel, einer Shell und Rescue-Software, also Software, mit der man einen Rechner wieder reparieren kann. Idee, wenn das Windows nicht mehr booten will, lege ich diese kleine CD ein, tippe ein paar Kommandos und anschließend geht er wieder. Ja, also nette Idee. Nur wenn man so weiterdenkt, wenn auf so eine kleine Mini-CD mit 20 Megabyte so viel Software drauf geht, dass man damit schon in der Shell arbeiten kann, auf einer großen CD mit 640 MB oder 700 MB sogar, da passt schon eine ganze Menge drauf. Da könnte ich meine Desktop-Software drauf machen, einen Browser, OpenOffice,
Netzwerkzugangssoftware, Online-Banking, was man sich so vorstellen kann. Und weil man unter Linux ja so schön basteln kann, habe ich das dann eine Weile gemacht und im Jahr 2000 dann die erste Live-CD vorgestellt mit einem richtigen, voll installierten Debian-Linux drauf und Idee, CD einlegen, nichts tun und kurze Zeit später kann man loslegen mit der Arbeit. Ja. Das Verfahren können wir uns live angucken mit Hilfe einer Virtualisierung. Das ist die Version, an der ich gerade arbeite, für die nächste CeBIT nämlich, die wird dann 7.5 heißen. Ja, das ist der Bootscreen. Das ist also wie, wenn Sie den Rechner einschalten und dann kommt in der Textkonsole eben dieses BIOS, es zählt seine Kilobyte durch und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, was ich als nächstes machen kann. Normalerweise guckt der Benutzer erstmal und tut gar nichts, deswegen startet es auch von alleine, ja, damit man nicht so lange warten muss. 10 Sekunden und dann passiert eine Hardware-Erkennung. Das, was man gerade gehört hat, dieses Initiating Startup Sequence, ist ein Soundkartentest. Ja, dann wird die Grafikkarte erkannt. Mauszeiger sieht man auch schon. Ja, der Screensaver sagt, er ist veraltet, das muss aus der neuen Version noch raus. Gut, und hier habe ich jetzt meine Oberfläche. Also die Menüleiste von hier unten, das ist mein System, mit dem ich hier gerade gearbeitet habe. Und das hier oben, das ist das von CD oder DVD gestartete Live-System. Da sind insgesamt 10 GB Linux-Software installiert. Vieles davon im Menü, aber auch einige Anwendungen, die nur im Textmodus lauffähig sind. Da Spiele und Screensaver enorm wichtig sein sollen für die Akzeptanz eines Betriebssystems, habe ich die auch drin. Ja, also nicht wundern, das liegt nicht an mir. Ich reagiere auch auf Benutzerwünsche. Wenn jemand ein wichtiges Feature vermisst und viele fragen halt nach Spielen, kommen die auch mit drauf. Solange Platz ist, ist das okay. Ja, GIMP ist drauf, also dieses Photoshop-ähnliche Grafikbearbeitungsprogramm. Natürlich ist OpenOffice auch noch mit dabei. Man kann also auch unter Knoppix seine Bachelorarbeit schreiben oder was auch immer man vorhat. Die Entwicklungsumgebung Eclipse ist dabei. Internetzugangssoftware, auch teilweise Sicherheitssoftware. Über das Thema möchte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Also man kann sich damit auch ins Tor-Netzwerk einwählen und anonym surfen. Nicht, wenn man was Verbotenes vorhat, sondern wenn man einfach nicht möchte, dass man von Webseiten getrackt wird. Tor ist ein Anonymisierer, der versteckt ihre IP-Adresse vor der aufgerufenen Webseite und sorgt so davor, dass es kein personenbezogenes Tracking geben kann, wo man dann später irgendwelche Werbung bekommt, bloß weil man einmal auf eine falsche Webseite geklickt hat. Gut, Systemwerkzeuge, Datenrettungsprogramme sind natürlich auch mit dabei. Also man kann mit der DVD auch einen kaputtgegangenen Windows-Rechner oder auch einen kaputtgegangenen Linux-Rechner natürlich wieder instand setzen oder die Daten runterretten. Und der Wine-Emulator, der ist eben dafür da, dass man auch Windows-Programme installieren und laufen lassen kann. Manchmal muss man noch eine ganze Menge Windows-DLLs dazu installieren, damit das läuft oder die .NET-Umgebung. Aber diese Sachen, dafür gibt es dann in dem entsprechenden Installer normalerweise eine Hilfe, die einem sagt, was man noch installieren muss. Gut, also ein fertig konfiguriertes Linux-System, wo man sich auch nicht anmelden muss und man kann dann gleich mit der Arbeit loslegen. Für Kurse natürlich auch interessant oder für Prüfungen, dass man ein System hat, wo alle das Gleiche benutzen können und es auf möglichst vielen PCs mit automatischer Hardware-Erkennung sofort startet. Ja, also wenn man so ein bisschen mitgezählt hat, vom ersten Bildschirm bis hin zum fertig konfigurierten Desktop sind es etwa 17 Sekunden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, die Erkennung der Grafikkarte oder Soundkarte, also vielleicht ein bisschen besser, hat man die Möglichkeit, Teile der Hardware-Erkennung zu überspringen und zum Beispiel die Bildschirmauflösung fest vorzugeben. Dafür gibt es diese Workarounds oder Cheatcodes, wie man bei Spielen sagt, und die ermöglichen es bei Problem-Hardware, dann das System doch noch zum Laufen zu bekommen. Eine dieser Varianten ist das sogenannte Adriane-System. Das ist ein Desktop für blinde und sehbehinderte Computeranwender. Dafür gibt es auch eine spezielle CD-Version, sodass man nichts eintippen muss. Wenn man es nicht sehen kann, ist es auch etwas schwierig, auf der Tastatur etwas korrekt einzugeben. So, das heißt, man startet von CD, das System konfiguriert sich automatisch selber. So, und es spricht dann. Nicht erschrecken, es ist ein bisschen blechern. Die Soundausgabe braucht ein bisschen, bis sie sich initialisiert hat.
Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für rechtes Menü. Ja, das klingt im Vergleich zu den 7.000 und mehr Euro teuren Sprachausgaben ziemlich peinlich, aber diese Sprachausgabe hat den Vorteil, man kann sie beliebig schnell einstellen und das ist für Blinde sehr interessant. Eine Bildschirmseite in wenigen Sekunden vorgelesen zu bekommen. Die können damit so eine Webseite wie eBay schneller lesen als ein Sehender. Ja, einfach durch die schnellere Sprachausgabe. Das Ohr ist eigentlich von der Textauffassung her schneller als das Auge. Und das geht mit dieser Sprachausgabe. Außerdem spricht sie 60, 70 verschiedene Sprachen, inklusive Österreichisch und Mandarin und andere Dialekte. Sächsisch ist leider nicht dabei. Ja. Also sehr interessant, ist Open Source, also wenn Sie Sächsisch noch mit reinbauen möchten, bin ich sehr aufgeschlossen, ja. Und liest eben vor, was am Bildschirm ist. Man kann das ganze System alleine mit den Pfeiltasten und mit der Eingabetaste bedienen und für Menschen, die mit der Tastatur noch gar keine Erfahrung haben, also absolute Computeranfänger, die aber den Bildschirm nicht sehen können, gibt es auch ein Tastaturlernprogramm. Tastaturlernprogramm. Keyboard-autonomes reflexives Lernen. Tippen Sie auf beliebige Tasten, um Ihre Bedeutung zu erfahren. Mit der Escape-Taste links oben wird das Programm beendet. Ja, jetzt habe ich also freie Auswahl. Ich kann auf der Tastatur rumprügeln, wie ich will, ohne was kaputt zu machen. Und er sagt mir, was auf der Taste draufsteht. A, Y, Z. Und nicht nur das, er sagt wirklich, was auf der Taste draufsteht. Eins oder Ausrufezeichen. Es steht oder Fragezeichen oder Absatz. Eingabetaste. Hochstelltaste, Caps Lock, Leertaste. Ja, also er sagt tatsächlich, was auf der Tastatur draufsteht und so kann man sich erstmal ein bisschen orientieren auf der Tastatur, bis man die auswendig gelernt hat und dann loslegen, im Internet surfen, E-Mails schreiben oder was auch Sehende machen. Das ist also ein Selbstlernprogramm für blinde Computeranwender, womit sie sich erstmal zurechtfinden können und vom Feedback her scheint das auch ganz gut zu klappen. Escape Programm Ende. Hilfe mit Eingabetaste, Pfeiltaste runter für rechtes Menü. Ja, also die am häufigsten verwendeten Features, das Lernprogramm, www, E-Mail, Chatprogramme, SMS schreiben über das eigene Smartphone, Multimedia-Anwendung, man kann sich damit auch Kinofilme angucken oder auf YouTube gehen, ist alles hier mit dabei und als Alternativoberfläche sehr praktisch. Vor allem, Sie müssen keine Kommandos tippen, Sie müssen nur mit den Pfeiltasten durch das Menü klettern. Ja, ist also auch eine Möglichkeit, was man mit Linux machen kann. Ja, so wäre es schöner gewesen. So, weiter im Text. Gut, den Bootvorgang haben wir gerade gesehen. Die Features habe ich erzählt. Genau, und die Idee ist eben, dass man nichts tun muss und hat ein fertig konfiguriertes System. So, die Technik überspringe ich auch etwas. So, und das ist eben diese Adriane-Variante für blinde Computeranwender als alternativer Desktop. Ja, für Forscher, Forensiker und natürlich auch für Hacker, ja, hier brauchen wir wieder den Hut, denn in der Presse sind Hacker immer mit Hut abgebildet, deswegen gibt es auch Photorec und Foremost und vor allem das Testdisk. Mit Testdisk können Sie eine bereits gelöschte, formatierte, wie auch immer ruinierte Festplatte zurücklesen und die Daten wiederherstellen, kaputtgegangene Partitionstabellen reparieren oder einfach gelöschte Daten wiederherstellen. Ist kein Anfängerprogramm, muss ich dazu sagen. Man braucht dazu auch die Kommandozeile. Mit Photorec, das geht sogar noch einen Schritt weiter. Photorec kann auch auf Datenträger unbekannten Formats, Filme, Bilder, Word-Dokumente, alles Mögliche, wiederfinden und zwar anhand der Dateigröße und anhand des Dateiinhaltes und auf eine frische Festplatte schreiben. Also mit Photorec kann man auch eine spontan gelöschte Festplatte fast vollständig wiederherstellen. Allerdings verliert man bei Photorec die Dateinamen. Die Dateien haben dann irgendwelche Sektorennamen, man sieht, was am Anfang der Platte war und am Ende, aber die Zuordnung ist weg, außer es wäre in dem Bild und in der Word-Datei nochmal der Titel gespeichert gewesen, denn dann kann er aus diesem Titel wieder einen Dateinamen generieren. Ja, Foremost ist sowas Ähnliches als PerlScript und HexEdit ist ein Hexadezimal-Editor, womit man auch einzelne Bits und Bytes auf der Platte wieder reparieren kann. Das ist aber wirklich für fortgeschrittene Anwender, die auf diese Weise dann auch einen kaputtgegangenen Boot-Rekord inklusive dem Bootcode wiederherstellen können.
Ja, Knoppix für Security. Ja, Angreifer nutzen ja, ob auf Linux, Windows oder Mac, immer Systemschwächen aus. Die DVD hat den Vorteil, dass man darauf nichts manipulieren kann. Die ist read-only. Trotzdem kann man Daten temporär im RAM speichern, die nachher alle wieder weg sind, wenn man die DVD wieder rausnimmt. Also die sicherste Methode, anonym zu surfen und keine Spuren zu hinterlassen oder in einem Rechner ein alternatives oder ein Zweitsystem zu starten, ohne dass man was installieren muss, ist eben von DVD oder USB-Stick zu booten. Und auch dafür ist die gut. Software, die in Deutschland laut dem neuen Computer-Hacker-Paragraphen 103c müsste das sein, verboten ist, darf ich nicht mehr drauf unterbringen. Also so Programme wie dsniff sind nicht mehr drauf, kriegt man frei im Internet, kann man also über das Netzwerk nachinstallieren, aber ich halte mich an die Gesetze, die sind nicht drauf. Also für Sicherheitsexperten ist die durchaus noch brauchbar, nur zum Passwörter-Sniffen oder so leider nicht mehr, also für Sicherheitstests. Gut, noch ein bisschen was zum Thema Linux Binary Security. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das Linux-System als Unix-Derivat so gestaltet ist, dass Daten schwer manipulierbar sind, sag ich mal so. Also Viren, die Systemsoftware überschreiben, haben relativ wenig Möglichkeiten, dort anzugreifen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass jemand eine E-Mail bekommt mit einem Attachment und der Aufforderung, installier doch mal dieses tolle Programm. Dann gibt man sein Administratorpasswort ein, installiert es und hat sich ein Trojaner eingefangen. Ein richtiger Virus in dem Sinne ist es nicht, sondern eben Schadsoftware, die im Hintergrund läuft und den Rechner für Zwecke anderer missbraucht. Dagegen hilft dann auch kein Virenscanner mehr, aber es gibt sogenannte Intrusion Detection Systems, die aufgrund der Prüfsummen von Programmen solche Manipulationen durchaus entdecken können. Und da ist zum Beispiel der Rootkit Hunter mit drauf und noch ein paar andere Intrusion Detection Systems, die man über das Netzwerk updaten kann. Eine interessante Entwicklung ist auch der Teil Secure Linux im Kernel. Secure Linux wird seit 1997 von der NSA entwickelt. Und zwar haben die das entwickelt, weil die wohl auch eigene Linux-Rechner haben und vor Angriffen vor dem Cyberwar schützen wollten. Ja, da haben die also sich was einfallen lassen auf Basis von System Calls, also Systemaufrufen, bestimmte Dinge zu schützen, sodass man von außen nicht auf ihre Rechner draufkommt. Und auch selbst, wenn sich jemand schon eingehackt hätte und hat Administratorstatus, kann man über Secure Linux bestimmte Features einfach abschalten. Dann hat selbst der Administrator keinen Zugriff mehr auf diese Sachen. Und das haben sie im Jahr 2000 als Open Source rausgegeben. Ja, Open Source, also jede einzelne Zeile Quelltext ist gut dokumentiert und ist da. Und ein Jahr später war dann halt 11. September und es wurde alles schlecht. Es ist also die gleiche NSA, die uns heute überwacht und damals aber ein schönes Kernel-Add-on rausgegeben hat, womit wir uns heute vor der NSA schützen können. Das ist auch in Android 5 mit eingebaut als zusätzlicher Systemschutz vor Systemmanipulationen. Ist im Linux-Kernel drin und teilweise auch scharf geschaltet. Das heißt, selbst mit Administratorstatus können Sie bestimmte Dinge auf einem so geschützten System nicht machen. So, womit wir auch so voll Richtung Embedded Computing und Ubiquitous Computing gehen, nämlich zu den kleinen Computern. Und da habe ich mal so ein bisschen was mitgebracht zum Anschauen und Anfassen. Das hier ist ein sogenanntes Raspberry Pi mit einer Industrieplatine drauf, die in der Lage ist, eine Heizung, Hauselektronik und andere Dinge zu schalten übers Netzwerk. Ja, vielleicht einfach mal durchgehen lassen. Das ist ein Platinencomputer, kann man sagen, auf ARM-Prozessorbasis. Schnell genug, dass man damit auch Desktop-Computing machen kann. Gedacht ist es natürlich schon für Embedded-Anwendungen, also eingebettete Technik, Multimedia-Geräte und solche Dinge. Und ein paar davon wollte ich bei der Gelegenheit auch zeigen, zumindest mal kurz anbooten. Strom braucht das Gerät relativ wenig. Es reicht dazu eigentlich so eine kleine Batterie. HDMI-Anschluss ist dran. Man kann das also verwenden, um aus einem normalen Röhrenfernseher oder irgendeiner alten Gurke ein tolles Multimedia-Smart-TV zu machen, inklusive Netzwerkanbindung, Videostreaming und so weiter. Ja, das sollte jetzt starten. Ja, habe ich auch gleich das richtige Gerät erwischt. Das ist eine Multimedia-Linux-Distribution namens OpenELEC. Die Anwendersoftware ist XBMC, die sich kürzlich umbenannt haben in Kodi. Das ist also ein Multimedia-Programm, womit man ja, Videos gucken kann, Webstreaming machen kann und infrarotmäßig kann man damit den Fernseher auch bedienen. So, ja, je nachdem, wie schnell das Flash ist, also das startet von so einer kleinen SD-Karte, die man reinschieben kann, ist es mehr oder weniger schnell. Je schneller die SD-Karte ist, desto schneller das System.
Ist jetzt leider ein bisschen dunkel, aber vielleicht haben Sie schon so eine kleine Vorstellung. Videos, Musik und Programme stehen hier. Jetzt habe ich keine Infrarot-Fernbedienung dabei, aber wir haben ja Linux mit Plug and Play. Also kann ich hier mal so eine Tastatur anschließen, die man normalerweise bei so einem Multimedia-Gerät ja eher nicht hat, um das auch mal zu bedienen. Und ja, Themes hat es auch, also man kann sich die Oberfläche frei einstellen. Das hinten an einen Fernseher drangeklebt, macht wie gesagt aus dem Fernseher einen Smart-TV. Was haben wir hier? Genau, so ein Flug mit der Drohne draußen oder ein kleines Video über den Zusammenbau von Flugdrohnen, das können wir vielleicht mal angucken. Ja, ist aus einem Linux-Kurs in Weiz. Ja, da sieht man, wie die Kinder so Quadrocopter selber zusammenlöten und später auch fliegen lassen. Ja, also auf diesem kleinen Gerät ist ein Videodecoder drauf, der kann MP4 Full HD in Echtzeit auspacken. Ja, und wer das Raspberry Pi kennt, weiß, was es kostet. 35 Euro kostet so ein kleines Gerät. Das ist also so ein Mini-Add-on, womit man tatsächlich einen Fernseher in einen Smart-TV ummodeln kann mit voller Netzwerkunterstützung. Ja, und das ist so eine selbstgebastelte Flugdrohne. Teilweise aus dem 3D-Drucker. Gut, das läuft weiter. Musik, Programme, ja, Spiele und so weiter kann man natürlich auch machen. Bilder angucken. Ja, hier sieht man einen kreativen Einsatz von Knoppix in Tansania. Ja, dort läuft ein Klassenzimmer mit diesem Betriebssystem auf ganz, ganz alten Computern. Richtiges Dach, es fehlt hier, aber... Ja, und die können damit normal arbeiten und lernen damit mit Linux Programme zu schreiben, zu surfen, Internet zu benutzen. So, das ist also das Raspberry Pi mit OpenELEC bzw. Kodi. Wechseln wir wieder die Plattform von einem zum anderen Linux. So, Access Points ins Router. Da ist Linux eigentlich schon lange gang und gäbe. Netzwerkkomponenten, die fernsteuerbar sein müssen und auch bestimmte Security-Features, heißt eine bekannte Linux-Distribution OpenWRT. In der Unterhaltungselektronik auf vielen Receivern, Smart-TVs, zunehmend auch noch mehr Smart-TVs. Samsung will demnächst umstellen von einem eigenen Smart-TV-Betriebssystem auf ein anderes Linux-Derivat. Und Steuerelektronik, vor allem autonome Fahrzeuge oder Flugdrohnen. Ja, das Raspberry Pi, habe ich gerade schon erzählt. Ja, das ist auch so ein Gerät. Hat jemand von Ihnen so einen autonomen Staubsauger zu Hause? Nee? Also die sind, muss man sagen, langsamer, als wenn man selber staubsaugt. Haben aber einen großen Vorteil. Man muss nichts tun. Nur einmal ausleeren und dann laufen sie den ganzen Tag in der Wohnung rum, saugen Staub, denken sich die optimale Route durch die Wohnung aus und machen den Boden sauber. Einige davon können auch wischen. Es gibt die auch für Fensterreinigung, also Rasenmäher in der Richtung gibt es auch. Und da läuft selbstverständlich auch ein kleines Linux drauf. Einige haben auch so ein Developer-Toolkit, wo man dann eine Webcam oben drauf montieren kann. Und sie können dann den ganzen Tag zugucken, wie ihr Staubsaugerroboter, nicht wahr? Man kann es auch übertreiben, aber... Auf jeden Fall eine interessante Sache. Solche kleinen Geräte, die sich von selber bewegen, selber was tun, ohne dass man irgendwie tätig werden muss. Auch so als Beispiel für sehr angenehmes, ubiquitous Computing. Gut, und dann natürlich die Flugdrohne. Ja, was muss das Linux hier eigentlich konkret tun, um die Drohne fliegen zu lassen? Naja, im Prinzip muss es 4 Motoren ansteuern. Ja, also... Ja, und zwar, wenn ich nach oben fliegen will, muss es alle 4 Rotoren gleichzeitig schneller drehen lassen. Wenn ich nach vorne kippen will, also nach vorne fliegen will, müssen nur die beiden vorderen schneller laufen. Wenn ich mich drehen will, müssen die Rotoren diagonal schneller laufen. Und das sieht man jetzt leider nicht so genau, da gibt es noch eine Animation zu. Überlegen Sie mal, was passiert, wenn man alle diese Rotoren in der gleichen Richtung laufen lässt. Was würde passieren? Er fängt sich an zu drehen, immer schneller und stürzt ab. Ja, das heißt, immer 2 Rotoren drehen sich gegeneinander und dadurch hat man eine Gegenbewegung und das verhindert, dass das Gerät sich selber dreht. Und das Linux, da muss eigentlich nur aufpassen, dass er auf der gleichen Höhe ist, dass die Rotoren sich in der gewählten Geschwindigkeit drehen, muss also vorwiegend die Position halten. Da ist also auch so ein kleines Microboard drin und das Linux, was da drauf läuft, können wir uns natürlich auch angucken. So, dann gehe ich jetzt mal hier aus D
diesem wieder raus und logge mich auf der Drohne ein. Da bin ich. Ja, Sie wissen schon, was kommt. ls-l. Da bin ich im Hauptverzeichnis drin. Unter Data liegen die schreibbaren Daten, denn das System ist auf einem Mini-Flash untergebracht, was teilweise schreibgeschützt ist, damit man sich nicht aus Versehen was kaputt machen kann. Also das, was am Anfang mit BI, UBI sollte das eigentlich sein, anfängt, das sind schreibgeschützte Daten und ab Data ist es Read-Write und dieses UDEF-DEF-SDA1, also erster Datenträger am ersten Controller mit der ersten Partition drauf, das ist der USB-Stick, der da dran hängt. Und darauf kann diese Flugdrohne ihre Flugdaten speichern. Ja, dann gehe ich mal in Data, ls-l. Zeigt mir an, was da drin ist, also noch nicht viel Aufregendes. CD, Video, ls-l. Ja, und da habe ich ein kleines Programm oder mehrere Sachen untergebracht. Diesen Drone-Client, ach so, ja, erstmal das Wichtigste. Diese Flugdrohne hat einen Access-Point drin. Das heißt, jeder, der jetzt hier so ein Netzwerk sieht, wo was mit A-Drohnen-Network steht, hat prinzipiell die Möglichkeit, diese Drohne sofort in Beschlag zu nehmen und damit wegzufliegen. Jetzt allerdings nicht mehr. Habe ich vergessen, hätte sie voll wissen müssen. Ne? Gut. Aber wenn Sie übrigens wissen, was so ein Skript mit Firewall macht, ja, das ist IP-Tables, das ist ein Firewall unter Linux, der sperrt MAC-Adressen oder IP-Adressen. Wenn Sie sowas können, können Sie damit sehr viel Geld verdienen, gerade in der Sicherheitstechnik. Ja, und wenn Sie es noch besser können, dann wissen Sie auch, wie man diese Regeln umgeht und trotzdem mit der Drohne fliegen kann. Ja, aber dafür brauchen wir dann nochmal eine Vorlesung über Sicherheit und Netzwerktechnik und bleiben wir erstmal bei diesen Standardsachen hier. Gut, damit habe ich es jetzt sicher gemacht. ls-l. So, und der Drohnen-Client, dazu muss ich Sie allerdings doch nochmal neu starten. Wenn sie nicht mehr grün leuchtet, bedeutet das nämlich, dass der Motor nicht mehr will. So, Firewall aktiv. Und dieser Drohnen-Client, der da drauf ist, der ist für den autonomen Flug. Das heißt, die Drohne fliegt dann, ohne dass ich noch irgendeine Möglichkeit habe, etwas dagegen zu tun. Keine Sorge, die Drohne ist versichert. So, dann probieren wir das mal aus. Ist wieder zu heiß geworden. Also ich habe sie jetzt die ganze Zeit auf Batterie laufen lassen, ohne sie fliegen zu lassen. Dann überhitzt sich das Board und dann leuchtet sie rot. Das Skript sollte die Drohne starten, auf eine bestimmte Höhe heben, einmal um sich selbst drehen lassen und wieder landen. Und wenn sie vorher schlecht eingestellt ist, dann fliegt sie in irgendeine Richtung weg. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Diese Drohne da vorne, haben Sie die selber gebaut oder ist das? Nee, die gibt es zu kaufen. Das war eine der ersten Drohnen, die nicht so teuer waren. Also so etwa 300 Euro muss man für sowas investieren. Ist ein schönes Bastelprojekt. Man kann also die Kugellager austauschen, die Zahnräder austauschen. Man kann an diesem Schaumgummi so ein bisschen rumschrauben. Ich habe die Kamera etwas nach unten gedreht, um eine Vogelperspektive zu haben. Also ganz schönes Bastelexemplar. Aber die ist schon gekauft. Also die meisten Teile sind gekauft, einige sind ein bisschen selber modifiziert, Propeller sind per Hand austariert. Ja, aber ist so eins von den weniger aufwendigen Projekten. Die kann man sich auch so, wie sie hier steht, kaufen. Ja, zeichnet auch auf USB-Stick auf, wenn man möchte. Flugzeit ist etwa 7 Minuten, dann ist der Akku am Ende. Also am besten gleich 2 Akkus. Ja, und das Linux, was da drauf ist, ist eigentlich so ein Standard-Embedded-Linux mit Busybox und der Steuerungssoftware für die Rotoren. Dafür gibt es auch verschiedene Varianten, das auszutauschen, also durch ein eigenes Betriebssystem zu flashen. Ja, jetzt leuchtet da wieder grün, also jetzt könnte ich wieder fliegen. Wenn Sie erstmal probieren möchten, mit so einer Drohne zu fliegen, ohne gleich so viel Geld auszugeben, es gibt auch so Simulatoren. Mit denen kann man erstmal in der virtuellen Umgebung rumfliegen, ein paar Mal gegen die Bäume oder gegen die Decke und dann geht nicht so viel kaputt. Ansonsten, die ist schon eigentlich ziemlich hart im Nehmen, allerdings nicht unbedingt die Köpfe der Besucher, deswegen mache ich noch die Hülle drauf. So, das ist die Indoor-Hülle, mit denen kann man also auch im Haus rumfliegen.
Outdoor-Hülle gibt es auch, die ist dann weniger windempfindlich. So, Einstellungen, Kopplung ist an, das ist gut, Höhengrenze sollte man einstellen, 21 Meter, nö, hier haben wir 10 oder so. Maximale Steiggeschwindigkeit, maximaler Neigungswinkel. Also Tipp von mir, immer erst alles auf links, wenn Sie das erste Mal damit fliegen. Die Einstellungen sind irgendwie für Profis gemacht und wenn man die alle auf Mitte stellt, dann fliegt die so schnell weg, wie man gar nicht gucken kann. So, das müsste genügen. Joypad-Modus. Und los. Ja. Also das Schöne bei diesem Gerät ist auch, wenn man nichts tut, bleibt die einfach in der Luft stehen. Die hat Höhensensoren. Also wenn die erkennt, dass jemand drunter steht, dann denkt sie, sie muss höher fliegen. Also sie einfach wieder von unten zu greifen und festzuhalten, geht nicht. Die versucht dann nach oben wegzufliegen. Wenn man nicht weiß, was sie gerade macht, einfach alle Bedienelemente loslassen, dann schwebt die in der Luft. Ja, also man kann eigentlich sehr wenig falsch machen. Dann schalte ich erstmal wieder um. So, nö, Software Engineering müssen wir nicht mehr machen. Nur den Hinweis, dass es geht. Also Sie können unter Linux natürlich auch Software entwickeln. Und wenn Sie Ihr eigenes Linux-System basteln wollen, kann ich Ihnen auch ein paar Tools empfehlen. Ja, für Debian gibt es das Debootstrap, das erzeugt ein Minimal-Debian-System, aufgrund dessen man dann eigene Programme hinzunehmen kann, konfigurieren kann, speichern kann. Dann haben Sie ja selbst konfiguriertes, selbstgebautes Linux. Für solche Embedded-Systeme und ARM-Boards gibt es das Open Embedded. Ein Framework dafür ist das Yocto. Das fängt auch von Null an und holt sich dann alle Quelltexte, die man braucht, übers Internet, kompiliert die automatisch und setzt dann ein solches System auch nach Wunsch zusammen. Und das Android-SDK ist ebenfalls Open Source. Damit kann man Android für verschiedene Geräte portieren und dann auch laufen lassen. Gut, jetzt haben wir nur noch 2-3 Minuten. Dann würde ich sagen, wenn Sie möchten, können Sie mir gerne noch Fragen stellen. Und vergessen Sie nicht, bevor Sie gehen, können Sie sich noch eine DVD nehmen. Sie können die natürlich auch aus dem Internet runterladen, klar. Aber hier haben Sie sie fertig gepresst auf einem Datenträger. Ja, Fragen bitte. Frage war, wenn man Knoppix zusammen mit den persönlichen Daten auf einen USB-Stick transferiert, könnte man denen damit alle Rechner, wo man sich aufhält, booten? Sie müssen die Rechner natürlich dazu überreden, dass sie vom USB-Stick starten. Das ist im Zeitalter von UEFI und Secure Boot manchmal nicht so einfach, die richtige BIOS-Einstellung zu finden, aber die meisten Rechner können es. Und Knoppix kann auch per UEFI vom USB-Stick booten. Ja, also das geht. Und damit Sie es nicht ganz so schwer haben, rauszufinden, wie man sich so eine DVD jetzt auf dem Stick machen kann, habe ich Ihnen dafür einen Shortcut im Menü untergebracht und der heißt Knoppix auf Flash kopieren. Ganz einfach zu finden im Untermenü Knoppix. Und damit können Sie dann einen eigenen USB-Stick mit Ihrer Software drauf kreieren. Ja, das ist also hier im Menü Knoppix, Knoppix auf Flash kopieren. Ja, das fragt Sie, ob Sie es vielleicht auch auf der Festplatte drauf haben wollen. Das wäre für eine Festplatteninstallation auf einem Rechner, den man vielleicht nur noch mit Linux betreiben lassen möchte. Ich sage jetzt erstmal nur auf Wechselmedien oder doch auf Festplatte. Ist sowieso virtualisiert hier. Und da kann ich jetzt auf die virtualisierte Festplatte das System drauf installieren, sodass es bootet. Und ab dem Moment, wo Sie von dem USB-Stick gebootet haben, landen Ihre persönlichen Daten, alles, was Sie installieren, konfigurieren, auf dem Stick drauf und Sie haben Ihren persönlichen Stick, den Sie überall in die Rechner reinstecken und mit Ihrer persönlichen Software arbeiten können. Noch besser, Sie können das Dateisystem auf dem USB-Stick verschlüsseln. Das ist eine Option, die kommt ganz am Schluss während der Installation mit AES 256. USB-Sticks lasse ich auch ganz gerne mal liegen und wenn da halt irgendwelche Webpasswörter drauf sind und so, dann schlecht. Wenn die verschlüsselt sind, kommt keiner mehr dran. Und wenn Sie das Passwort vergessen für die Verschlüsselung, kommen Sie selber auch nicht mehr dran. Es gibt also keine Hintertürchen. Ja? Also das geht. Tatsächlich ist die Methode, Knoppix vom Stick laufen zu lassen, die mit Abstand beliebteste, weil viele Rechner haben ja auch gar kein DVD- oder CD-Laufwerk mehr. Ja? Sie brauchen einen 8 GB USB-Stick, die DVD
und einen Computer und dann können Sie aus der DVD eine bootfähige USB-Stick machen. Weitere Fragen? Sie meinten vorhin, Knoppix benutzt ausschließlich freie Software. Ja, ist das richtig? Ja, bis auf die Binary-Blocks, die man braucht, um WLAN laufen zu lassen. Und das Java, was drauf ist, ist auch, ja, kann, obwohl inzwischen dürfte die Version 6 auch Open Source sein. Sprechen Sie auch was Bestimmtes an, was Sie als freie Software vermissen? Oder? Gut, dann hat sich die Frage schon erledigt. Also ich bin nicht ganz so streng. Wenn es Software gibt, ja, die nur als Binary verfügbar ist, die aber in der Distribution, in der Verteilung nicht eingeschränkt ist, zum Beispiel bestimmte Zeichensätze, ja, dann kann ich die mit drauf machen. Aber in dem Moment, wo die Lizenz sagt, dieses Produkt darf nicht mehr frei verteilt werden, und das ist halt bei Adobe Flash der Fall und beim Acrobat wieder, mache ich diese Sachen nicht drauf. Alles klar, okay. Mittlerweile ist es ja nicht mehr verwunderlich, dass Distributionen von allen möglichen Anbietern irgendwie von CD oder USB starten. Grenzt sich da Knoppix irgendwie ab? Knoppix grenzt sich insofern von anderen Distributionen, die auch von CD oder DVD starten, ab, dass Knoppix nicht als Demo für den Live-Betrieb gedacht ist, sondern tatsächlich zum Arbeiten. Es unterstützt zwar auch die Installation von Festplatte, aber das Hauptfeature ist tatsächlich, dass ich mit dem verschlüsselten USB-Stick überall hingehen, Online-Banking machen kann, meine privaten Daten da drauf habe, Bitcoins transferieren kann, was auch immer, und das alles von einem USB-Stick. Also ich habe auch schon mal 2 Jahre lang mit dem gleichen USB-Stick Vorlesungen gehalten. Irgendwann war er mir dann halt doch zu klein für die etwas größeren Programme, aber das geht. Also Sie können dauerhaft mit dem USB-Stick arbeiten. Und das ist bei den anderen Distributionen halt eher so gedacht, Sie gucken sich das System mal an, ja, und dann installieren Sie es halt doch auf Festplatte. Das ist das Hauptfeature von Knoppix, dass es halt für den Live-Betrieb konzipiert ist. Der Paketmanager ist der von Debian? Der Paketmanager war die Frage, das ist der von Debian. Sie können also mit dem Debian apt-get oder mit den Synaptic Software aus den Debian Repositories ganz leicht nachinstallieren. Ein Komplett-Update würde ich aber nicht empfehlen, weil die Daten, wenn sie auf dem Stick sind, trotzdem erstmal read-only sind. Wenn Sie die alle ersetzen, dann kopieren Sie quasi das System komplett in den schreibbaren Bereich. Also updaten nach Möglichkeit nur einzelne Programme und auch nur dann, wenn Sie es wirklich brauchen. So ein Komplett-Update, wie man den unter Ubuntu macht, würde ich nicht empfehlen. Ja. Ich bin gleich fertig. Ich muss nur landen. Ja. So. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und für das Durchhalten. Wiederschauen.